Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Unboxing für dich, denn heute ist bei mir die Look Fantastic Beauty Box eingetroffen, die noch eingepackt ist. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich hier drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja! Die Look Fantastic Beauty Box ist eine Box, die eigentlich aus England kommt. Die haben aber mittlerweile auch ein Lager in Deutschland, damit wir keine Probleme mit dem Zoll und so weiter bekommen. Und das ist eine Beauty Box, die monatlich erscheint. Zwischen 15,50 und 20 Euro müsste das sein, kostet monatlich. Bisschen Radau macht. Und ich habe auch einen Gutscheincode, damit könnt ihr auch ein bisschen was sparen. Ich kann damit ein paar Look Fantastic Beauty Points sammeln und ja, ihr könnt dann auf das erste Abo oder auf den Kauf im Onlineshop ein bisschen was sparen. Blende ich euch ein, steht auch noch in der Infobox. Schaut da gerne einfach mal rein und das war ein Reim und oh mein Gott, ist die schön. Guck mal, wunderschön, ne? So richtig Sonnenuntergangs-Regenbogenmäßig gefühlt. Genau, hier ist nämlich jetzt im Karton einfach eingedruckt Look Fantastic Beauty Box. Dann haben wir hier die Box mit drin, die ich jetzt mal kurz hier rausfummeln muss. Und dann ist der Karton leer und kann weiterverwendet werden, wenn man möchte. Und ja, schön, oder? Also ich mag das Design richtig gerne. Und manchmal haben die halt so schöne Designs. Also das scheint auch ein Special Design von der Box zu sein. Das war egal, wenn ich euch zu viel Quatsch und zu viel Blödsinn erzähle, könnt ihr auch einfach hier weiterhüpfen oder in der Infobox vorbeischauen. Da stehen nämlich A, die Timestamps und B, einfach alle Produkte aufgeführt. Ist ja gut möglich, dass es vielleicht einfach keinen interessiert, was ich davon halte oder was ich darüber so rede. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Da sind die Produkte aufgeführt und verlinkt, falls ihr euch die nachkaufen möchtet. Und ich schaue einfach mal in die Box. Wir haben im Deckel meistens so einen Spruch drin stehen. Dieses Mal haben wir auch einen. Together we can do great things. Also zusammen können wir großartige Dinge machen. Und das stimmt. Ich sage auch immer, nur im Team ist man stark. Also dieses Team, toll, ein anderer macht's, ist nicht unbedingt richtig und wahr. Also im Prinzip ist das super, dieses gemeinschaftliche Denken und so. Ne? Das ist so wichtig, denn diese Alleingänger, Alleinkämpfer sind irgendwann auch an ihren Grenzen dran und wenn man im Team arbeitet, dann kann man sich noch gegenseitig so ein bisschen pushen und aus der Kacke rausziehen. Ne? Ist immer wichtig. Hey, ich habe endlich mal wieder ein Beauty-Heftchen drin. Das ist nicht immer mit dabei. Manchmal vergessen die das in meiner Box. Und hier steht auch drauf Togetherness, also quasi dieses Zusammengehörigkeitsgedönsen. Let's get together again. Lasst uns wieder zusammenwachsen. Ja, das Problem ist natürlich, durch diese ganze Corona-Kacke sind wir alle, ja, wie soll ich das sagen, Eremiten geworden. Also ich merke es bei mir mega krass. Wir haben morgen eine Flasche auszubuddeln, weil Junggesellenabschied war vor ein paar Jahren. Und wenn dann ein Jahr später die Braut schwanger ist, dann verschiebt sich das immer wieder um ein Jahr. Meine Freundin war zweimal schwanger und einmal hatten wir Corona. Herzlichen Glückwunsch, das Ganze hat sich ganz schön lange verschoben und jetzt müssen wir morgen eine Pulle ausbuddeln. Das ist so ein Brauch bei uns in der Gegend. Ja, und dann treffen wir uns und es ist ein merkwürdiges Gefühl, so viele Menschen wieder um sich zu haben, Leute, ne? Aber ich freue mich drauf. Und ja, das hier ist die August-Ausgabe, deswegen steht da 08 und hier geht es jetzt auch wieder natürlich darum, dass wir zusammenwachsen sollen. Ach, guck mal, und hier steht auch 2020 im August war die Welt einfach komplett anders, als es heute der Fall ist. Diese ganzen sozialen Kontakte und so weiter, dass man alles so weit auseinandergegangen ist und so. Und jetzt ist halt der Punkt, dass wir wieder so ein bisschen mehr zusammenrücken sollten. Hier sind die Produkte auch aufgeführt. Mittlerweile stehen hier auch keine Preise mehr drin. Ich suche euch die aber immer wieder raus aus der von der Homepage zum Beispiel von Look Fantastic oder wo auch immer ich sie finde. Wir haben hier einmal ein Seidenpapier, was mit einem Klebi zusammengehalten wird. Ich rieche mal kurz dran. Ich rieche so nichts. Also da kommt jetzt kein spezifischer Duft raus. Dann machen wir hier mal den Klebi auf. Oh, ich sehe dekorative Kosmetik. Ich freue mich, Keks. Und hier haben wir dann einmal den ersten Blick in die Box. Und das sieht doch schon mal alles so pinky-flinky aus, ne? Das freut mich. Da habe ich einmal etwas drin von Bubble Tea. Rhubarb and Custard Barb Fizzer. Das ist eine Badebombe. Die werde ich meiner Stiefmama zum Geburtstag schenken, weil sie badet unheimlich gerne. Und mein Papa und meine Stiefmama haben auch eine Badewanne und deswegen kriegt sie die von mir. Wir haben keine Badewanne und für ein Fußbad finde ich die echt ein bisschen zu schade. Deswegen, ja,
kriegt man auch nichts raus, ne? Naja, aber die wird wahrscheinlich so ein bisschen fruchtig riechen, ne? Und die fühlt sich auch so ein bisschen an wie so, wie so ein Oval. Also nicht eierförmig, sondern halt so richtig oben und unten quasi rund und ansonsten gerade. Also finde ich ganz cool. Cruelty-free vor allem. Suitable for vegans, auch das ist immer interessant. Und ja, ne, machst du dir einfach in dein Badewasser und dann explodiert das. Was es damit zu tun hat, dass man wieder näher zusammenrückt, naja, vielleicht, dass man sich endlich mal wieder duscht oder badet, damit man nicht müffelt. Witzige Intention dahinter auf jeden Fall, muss ich sagen. Dann habe ich hier etwas drin von Skimono Radiance Recovery 4C. Plumping Collagen, Calming Chamomile, also Kamille, Refreshing Cucumber, Gurke, Firming Vitamin C und Peptide. Das sind Augenpatches. Vielleicht sollen die uns helfen, damit wir dann so lange wie möglich wach bleiben können, die Nächte wieder zum Tag machen können und ganz viel Zeit mit unseren Liebsten verbringen können. Ich weiß es nicht. Oder einfach, um wieder frisch auszusehen und nicht auszusehen, als wäre man mega verlottert. Finde ich ganz ulkig. Also die Idee dahinter, falls es die Idee ist, die dahinter ist, finde ich ganz cool. Sagte sie. Und ja, egal. Vielleicht mache ich mir die dann eher am übermorgen drauf, wenn ich dann wieder aufwache, nachdem wir die Flasche ausgepudelt haben und ich geholfen habe, diese böse Flasche zu vernichten, denn sie muss sterben. Nein, wie sagt man das? Man verbuddelt beim Junggesellenabschied die Flasche bei uns in der, ne, auf dem Land halt, zusammen mit dem verbrannten BH, mit den Liederzetteln von der Beerdigung des BHs und ich glaube, eine Tageszeitung haben wir auch dabei gepackt. Und wenn man das dann wieder ausbuddelt, dann durchlebt man nochmal den Junggesellenabschied ein bisschen gedanklich. Und normalerweise ist es dann wirklich so, dass diese Flasche auch, das ist gesetzt, leer gemacht werden muss. Und wir haben uns damals leider für einen Schluck entschieden, der nicht unbedingt für Weiblichkeit ruft, nämlich Jägermeister. Und was soll ich sagen? Ich habe ein bisschen Angst davor, weil ich normalerweise keinen Alkohol trinke. Aber mitgehangen, mitgefangen, ne? So gehört sich das. Okay, wir haben Kia Tee London hier drin. Glow to Illuminating Blush. Das ist natürlich auch total super. Lädt uns zum Feiern ein. 2,5 Gramm sind hier enthalten. Ne? Sieht auch hübsch aus. Ich mag auch das Puder von Kia Tee London und die anderen Produkte, die wir immer mal wieder in Beautyboxen drin haben. Glossy Box, Look Fantastic Beauty Box, die gehören ja auch zusammen, ne? Da haben wir immer wieder Produkte drin. Ich glaube, das ist eher so eine Travel Size. Matchmaker ist da die Farbbezeichnung. Okay, dann mach mal ein Match mit mir. Oh, wie schön. Das ist eine Blume, oder? Guck mal, wie hübsch. Das ist so richtig gebacken und auch so marmoriert. Oh, das ist so eine Blume. Voll schön. Müffelt aber eher, als dass es gut riecht. Fühlt sich sehr weich an. Eine schöne Farbe. Das wandert auf jeden Fall in meinen Full-Face-Beauty-Boxen auch mit rein. Da müssen wir den auch mal in Anwendung sehen. Jetzt habe ich den ja nur im Swatch. Da sieht der gut aus. Da gefällt der mir, ne? Cool. Nee, echt geil. Das finde ich richtig klasse. Da so einen schönen Blush mit drin zu haben. Ne? Das feiere ich. Und das haben wir jetzt 3 Produkte. Normalerweise haben wir so 5 Produkte mindestens in der Box mit dabei. Hier haben wir etwas, und das finde ich klasse. Glove Mask Remover Effortless Beauty Innovative Mask Off. Also das ist ein Pad von Glove. Oder Glove. Womit man seine Crememaske mit runternehmen kann. Und das mache ich immer mit irgendwelchen Abschminktüchern oder sonst irgendwas. Aber das hier ist natürlich nochmal extra dafür gemacht. Wahrscheinlich, ja. Weil man kann halt so wie so ein Waschlappen da reingreifen. Und das ist halt auch eher so, ja, das ist so flexibel, ne? Das finde ich klasse. Kannst auch eine Handpuppe von machen. Applaus, Applaus. Da hat Gloss Look Fantastic Beauty Box auf jeden Fall was Gutes reingepackt. Okay, ich muss kurz dazu sagen, wir haben es 22.55 Uhr auf einem Freitagabend, wo ich heute schon den Tag vorher gearbeitet habe, ganz normal im Büro, also im Homeoffice-Büro und jetzt schon das weiß ich nicht, wie viel Video heute hintereinander drehe und dann rastet sie aus und macht irgendeinen Blödsinn mit Handpuppen. Läuft. Nein, finde ich richtig cool, ne? Also das gefällt mir, kommt jetzt direkt in die Wäsche und dann kann ich das morgen oder übermorgen schon direkt verwenden, um meine Masken runterzunehmen. Denn ich habe diesen Monat auch sowieso meinen Monat, wo ich Pöttchenmasken teste, also so große Tiegelmasken, ne? Und dann in meinem aufgebraucht Video da eine ordentliche Review geben zu können. Deswegen passt das gerade wie
sonst was zu meinem aktuellen Bedürfnis. Das ist cool. Zwei Produkte habe ich hier noch mit drin. Einmal von Filorga, Age Purify Intensive Double Correction Serum. Und ja, das ist halt einfach ein Produkt, was dir helfen soll, gegen deine Sorgenfalten von der Corona-Zeit an entgegenzuwirken wahrscheinlich. 7 Milliliter sind hier enthalten. Wahrscheinlich dafür, man weiß es nicht. Wir interpretieren das mal so. Und Filorga ist auch eine sehr hochpreisige Marke. Deswegen finde ich es das gut, dass es drin ist. Und freue mich über ein Serum. Seren sind immer auch, ne, gerade wenn das so kleine Viecher sind, auch so teure Sachen. Ne? Also ich habe es nie groß ausprobiert. Aber soll gut sein, habe ich gehört. Und dann haben wir hier noch, aber jetzt fehlt mir die Maske dazu, oder? Ja, na gut, aber ich habe ja Masken zu Hause. Zu dem Maskenpad haben wir keine Maske dazu. Hätte man dazu packen können, um das Ganze so ein bisschen einheitlicher zu gestalten, aber dann hast du vielleicht jemanden, der gar keine Masken mag und sich dann über beide Produkte ärgert. Na gut, da haben sie gut überlegt. Hier haben wir nämlich noch was für den Körper mit dabei. Eine weichmachende Smoothing Body Lotion Superfood Kale and Turmeric von Ahava. Hier haben wir 40 Milliliter drin und auch das ist eine gute Marke. Da habe ich auch schon einige Bodylotions von ausprobiert. Da habe ich auch schon Handcremes von ausprobiert. Die riechen immer so unisex, also sehr angenehm. Mag ich auch gerne leiden. Also das ist auch eine gute Geschichte. Also im Prinzip wird hier viel auf, du sollst wieder strahlen und fresh aussehen, wenn du wieder auf die Menschen losgelassen wirst. Ne? So ein bisschen ist die Intention von der Box und die gefällt mir definitiv. Also ich habe jetzt auch alles ausgepackt. Lieben, das war es jetzt auch schon mit dem Unboxing. Mir haben die Produkte ganz gut gefallen. Ich feiere den Blush, also das ist für mich das absolute Highlight-Produkt. Ansonsten die Pflegeprodukte finde ich auch sehr, sehr gut ausgewählt. Die passen einfach für mich aktuell sehr gut. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen, hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich da echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!